Liebe Zuseher, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Treffpunkt Murtal. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was wir alles für Sie vorbereitet haben, das zeigen wir Ihnen, wie gewohnt, in unserer Themenübersicht. Kraft, das Murtal präsentiert attraktive Arbeitgeber. Die Formel 1 kehrt zurück nach Spielberg und Tour de Mur 2014. Wir starten mit unserem ersten Beitrag im Bereich Wirtschaft und stellen Ihnen einen attraktiven Arbeitgeber vor, das international tätige Unternehmen Sandvik Mining and Construction. Kraft durch Entwicklung im eigenen Unternehmen. Motivierte und kompetente Mitarbeiter, Innovationskraft und Unternehmenswerte – das sind die Stärken der Sandvik Mining and Construction GmbH. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Maschinen und Anlagen für die Bauindustrie und den Bergbau. Die Produkte des Werkes Zeltweg werden sowohl zum Herstellen unterirdischer Hohlräume in der Bauindustrie verwendet, als auch im Untertagebergbau zum Auffahren von Strecken und zum Gewinnen von Rohstoffen. Der Standort Zeltweg bietet vor allem für junge, ehrgeizige Mitarbeiter eine Anlaufstelle zum Eintritt in den internationalen Markt und die Möglichkeit, sich in dem weltweit agierenden Unternehmen Sandvik zu entwickeln und Erfahrung zu sammeln. Also es fängt in der Lehre schon an. Wir unterstützen dort halt mit extra Englischkursen zum Beispiel für die internationale Vorbereitung. Wir haben sehr viele Führungskräfteprogramme im Konzern und fördern so auch die Weiterentwicklung von Mitarbeitern für auch zum Beispiel Führungspositionen. Auch Markus Strasser hat diese Chance genützt und seit dem Beginn seiner Lehre als Elektroanlagentechniker im Jahr 2002 Karriere im Unternehmen gemacht. Also ich bin der Firma Sandvik als Elektroanlagentechniker begonnen zu lernen, war dann in der Elektrofertigung im Einsatz im Bereich der Endmontage, habe ein bisschen Auslandserfahrung gesammelt, habe dann mit der Abendmatura, mit der Abend-HTL in Kapfenberg begonnen und bin jetzt im Bereich der AV tätig. Die Sandvik Mining and Construction beweist, dass man auch von Murtal aus die Welt erobern kann und dass Karriere mit Lehre absolut möglich ist. Mit Unterstützung vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, der Europäischen Union und dem Land Steiermark. Am kommenden Wochenende dröhnen in Spielberg endlich wieder die Formel 1 Motoren. Der Weg bis hierhin war nicht immer ganz einfach. Wir haben die letzten wichtigsten Stationen für Sie zusammengefasst. Der Motorsport hat im Eichfeld eine lange Tradition und brachte große Sieger hervor und rückte die gesamte Region in den Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit. Bereits 1961 wurde das erste Formel-1-Rennen am Militärflughafen durchgeführt. Auch ein ganz großer Österreicher, Jochen Rindt, begann 1964 beim Großen Preis von Österreich am Flughafen von Zeltweg seine Karriere. Am 27. Juli 1969 erfolgte dann der Spatenstich für den Österreichring und am 16. August 1970 fand zum ersten Mal der Formel 1 Grand Prix statt. In der Zeit von 1970 bis 1987 folgten regelmäßig Rennen, die Jahr für Jahr tausende Besucher anlockten und für alle Beteiligten immer ein besonderes Highlight darstellten. Für die Region hat eine äußerst positive Auswirkung gehabt, denn es sind Leute hergekommen, die vorher nie hier waren. Denn hier war ja praktisch eine Schwerindustriezone, die dann zusammengebrochen ist.
Und der Fremdenverkehr hängt ja heute noch hinter anderen Fremdenverkehrsgebieten nach. Und Leute, die für das Rennen hierher gekommen sind, nur um das Rennen zu sehen, die haben dann plötzlich die Schönheit unserer Gegend entdeckt und die sind heute noch Feriengäste hier. Ja, das war eine wunderschöne Zeit. Man hat so viele verschiedene Menschen kennengelernt, sei es Rennfahrer, Funktionäre, Sportkommissäre. Es war eine schöne Zeit. Es war von Anfang weg bis 87, muss ich sagen, war es eigentlich so, dass die Fahrer so gern bei uns gefahren sind. Wir haben immer einen guten Kontakt gehabt, von der Gesamtleitung angefangen bis zum letzten Dirlschnapper, was wir da gehabt haben. Die Leute waren alle von uns angetan, umgekehrt wir von den Fahrern auch. Es hat nie ein Problem gegeben. Wir haben auch mit den ganzen anderen Leuten, die zum TAS gehört haben, es waren ja doch immerhin bei jedem Team bis zu 20 Personen, die was ausgenommen der Mechaniker, also noch andere Leute, die das Catering und so weiter gemacht haben. Es hat da nie ein Problem gegeben. Wir haben ein bestes Einverständnis gehabt. Es war angenehmes Arbeiten. Das tut mir noch leid, dass es leider nicht mehr ist. Aber nicht nur die Formel 1 war gern gesehener Gast in Spielberg. Egal ob Truck Grand Prix, die deutsche Turnmeisterschaft oder Konzerte wie jenes der Rolling Stones und von Bon Jovi werden wohl nie vergessen werden. Lärmbelästigung war natürlich auch damals schon ein Thema. Verstehst du aber heute die Einwände, die es gibt gegen den Neubau? Nein, das kann ich nicht verstehen, weil wir da hergekommen sind, 70, ich war wie gesagt vor 70 weg dabei, da war nichts. Da sind zwei Gasthäuseln gestanden und der Bauer da herunten, Einzinger oben und das zweite ist dann gebaut worden irgendwann, weiß ich nicht mehr, aber es ist wurscht, der Bauer herunten oder zwei Bauern und das war alles und da hinten Flatscherhobby und jeder hat davon profitiert, das kann man da heute keiner sagen, dass da keiner was profitiert hat, nicht? Bis zum Privatzimmer ist alles vergeben worden und das war auch keiner dagegen und das ist erst sukzessive noch irgendwann einmal in die 80er Jahre hat sich das noch angefangen aufschaukeln, dass dann halt irgendwelche Leute, die da neu hergekommen sind, neu hergebaut haben, sich gegen den Ring aussprochen haben. Welches Gefühl hast du, wenn du den Ring in dieser Art und Weise jetzt siehst? Mir blutet das Herz, möchte ich sagen. Es ist so es ist unverständlich. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es gar nicht geglaubt, dass es sowas gibt, dass man was abreißt, bevor man überhaupt weiß, ob man es wieder aufbauen kann. Aber scheinbar geht es so. Langsam aber sicher füllt sich der Veranstaltungskalender rund um den neuen Red Bull Ring. Neben dem ersten großen Event der TTM gibt es zahlreiche Motorsportveranstaltungen, die das Eichfeld aus dem Dornröschenschlaf wecken sollen. Nach 7 Jahren Pause ist es am 1. April endlich soweit. Der neue Red Bull Ring öffnet seine Tore und lockt mit dem großen Tag der offenen Tür am 15. Mai zahlreiche Fans und Promis in die Region. Aber nicht nur die Gastronomie und Hotellerie, die neu entsteht, soll die Gäste zufriedenstellen. Auch die bestehenden Beherberger und Wirte sehen im Projekt von Red Bull eine große Chance für die Zukunft und die ausgebuchten Zimmer bestätigen diesen Trend. Ich denke, dass es eine Jahrhundertchance für die Region ist. Es hat für den Tourismus Auswirkungen, dass wir natürlich internationale Gäste begrüßen dürfen, die sonst nie in die Region gekommen wären. Ein Ringbefürworter der ersten Stunde ist auch Didi Köck, der mit dem Ring auch ein Stück Vergangenheit verbindet. Diese Wochenendveranstaltungen oder diese Events, die am Ring stattfinden, werden sicherlich ein absolutes Nächtigungsplus für uns bringen und für die Betriebe rund um den Österreichring. Der Countdown für den Red Bull Ring läuft und mit 1. April 2011 wird eine Vision zum Erlebnis. Ein großer Tag für die Region, ein großer Tag für den Motorsport. Endlich ist es soweit, der Red Bull Ring eröffnet seine Pforten. Wie ist das Gefühl am heutigen Tag? Ich glaube, jeder hat es begriffen und gemerkt eigentlich in den letzten paar Jahren, eigentlich, wie uns die Rennstrecke abgegangen ist. Eigentlich. Und wenn man so durch den Rhein und durchmarschiert, also man hört schon, alle sind wieder happy, sehr begeistert. Es tut sich wieder was und auch wirtschaftlich ist das sicher ganz ein wichtiger Punkt eigentlich für die Region.
Die Geschichte des Österreichrings hat ja im Juli 1969 mit dem legendären 1000-Kilometer-Rennen begonnen. Helden von damals wie Dr. Helmut Marko oder Niki Lauda sind natürlich auch jetzt bei der Eröffnung mit dabei. Einer, der leider nicht mehr unter uns ist, ist Jochen Rindt. Dementsprechend wurde ihm hier ein Denkmal gesetzt und ich bin mir sicher, er wäre über die heutige Eröffnung ganz besonders stolz. Die Eröffnung des großen Red Bull Rings lockte natürlich auch zahlreiche nationale, aber auch internationale Promis nach Spielberg. Einige davon haben wir mit der Kamera festgehalten, andere konnten wir zu einem Interview vors Mikro bringen. Ja, doch sehr stolz. Also es ist ein kleiner Kreis, was da heute die Runden zieht am Red Bull Ring und ich bin total froh, dass ich mit dabei sein darf und freue mich schon, mit dem Porsche ein paar Runden drehen da. Ja, generell Motorsport ist sowieso etwas, was man taugt. Wo ich mich auch ein bisschen verwirklichen kann und ein bisschen austoben kann und schön, dass es endlich wieder einen Red Bull Ring gibt. Ich glaube, für die Region ist es eine ungeheure Chance, um eine wirtschaftliche Belebung wieder durchzuführen und es wird sicher ein Impuls in allen Bereichen sein und für Red Bull ist es halt eine Möglichkeit zu zeigen, was Red Bull weltweit im Bereich des motorischen Bereichs leistet und schafft. How's the feeling today here in Spielberg to be part of Red Bull? It's fantastic. I think that it's great to be back at the Red Bull Ring. I always love coming to this track as a driver, and for the first time in 14 years, I get back in a Formula 3000 car. Do you think that Formula One will be back in Spielberg? You never know. Bernie Eccleston's here, so who knows? Natürlich ließe sich auch der amtierende Weltmeister Sebastian Vettel nicht nehmen, am neuen Red Bull Ring eine Runde zu drehen. Und trotz des großen Medienrummels hatte Sebastian Vettel auch Zeit, Autogramme für seine Fans zu schreiben. Seit jener Eröffnung im Mai 2011 hat sich einiges getan. Viele nationale und internationale Motorsport-Highlights sind über die Bühne gegangen. Musiker sorgten für unvergessliche Konzerterlebnisse und zahlreiche Besucher sind dem Ruf des Projektes Spielberg in die Region gefolgt. Mit der Formel 1 kehrt nun auch die Königsklasse des Motorsports nach Österreich zurück. Bleibt nur zu hoffen, dass man diese Chance nachhaltig für die Zukunft der Region nutzt. Seit mittlerweile 24 Jahren zählt die Tour de Mur zur größten steirischen Radsportveranstaltung. Und auch in diesem Jahr haben zahlreiche in die Pedale getreten, um die 333 Kilometer zu bewältigen. 108 Kilometer und 400 Höhenmeter galt es bei der ersten Etappe der Tour de Mur zu bewältigen. Und auch in diesem Jahr haben unzählige Radbegeisterte von jung bis alt diese sportliche Herausforderung angenommen. Zufrieden, glücklich und stolz über die erbrachte Leistung fanden sich alle am Feiertag zum großen Nudelfest, organisiert vom Tourismusverband Vohnsdorf und der Firma Gigasport in der Arena am Waldfeld ein. Es ist ganz sicherlich eines der Highlights von uns, und zwar nicht nur für Vohnsdorf, sondern für die ganze Urlaubsregion Murtal, weil die Menschen ja hier schlafen auch bei uns. Es bleiben über 500 hier, wo wir auch Zimmer vermieten, und die sind von Judenburg, Niedelfeld, also den ganzen Bezirk Murtal verteilt, und darauf sind wir stolz, weil wir zusammengehören. Gibt es nächstes Jahr das große Jubiläum? Was habt ihr euch schon alles überlegt? Das sage ich natürlich nicht, aber es gibt wahrscheinlich so tolle Überraschungen, dass es sich lohnt, mit einem neuen, nicht nur Streckenrekord, auch Teilnehmerrekord hier zu feiern und 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, es wird jeder ein Geschenk bekommen, das kann ich sagen. Aber natürlich gibt es neben der Stärkung auch immer ein tolles Programm, sowie ein umfangreiches Service von Gigasport, das die Teilnehmer der Tour de Mur gerne annehmen. Ich war gerade drinnen, wir haben heuer das erste Mal fast keinen Platz mehr. Das ist auch ein Novum.
Und ja, das wird absolut total gern angenommen von den Radlfahrern. Und ja, das Nudelessen ist ein Thema, das Radservice ist ein Thema, die Zusammenarbeit mit dem Fusirodi-Tourismusverband ist ein ewiges Thema. Was, ich muss auch sagen, mein Lob und Dank gegenüber dem Fusirodi, mit dem ich absolut gern zusammenarbeite und auch mit seinem Team. Und auch das Danke an mein Team, weil ohne dem geht es nicht. Also es geht nur ein Miteinander und das funktioniert und das macht auch Spaß. In diesem Jahr sorgte auch die Trial Show des Mountainbikers Dominik Raab für Abwechslung, bevor bei der großen Verlosung tolle Preise im Gesamtwert von 3.000 Euro, darunter als Hauptpreise zwei tolle Mountainbikes, auf die Teilnehmer warteten. Nächstes Jahr gibt es dann das große 25 Jahre Jubiläum der Tour de Mur und darauf freut man sich schon heute. Das Bad zum Leben. Tenne. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung. Freude inklusive. Den richtigen Internetanschluss noch nicht gefunden? Wie wär's mit Fiberspeed 20, der Internetanschluss für den täglichen Gebrauch? Zu langsam? Wie wär's dann mit Fiberspeed 40, der Highspeed-Anschluss für Multimedia-Anwender? Immer noch zu langsam? Wie wär's mit Fiberspeed 60, der Multimedia-Anschluss für den Power-User und Gamer? Noch zu langsam? Wie wär's dann mit Fiberspeed 100, der schnellste Highspeed-Internet-Anschluss in Ihrer Region? Fiberspeed, das schnellste Internet im Eichfeld. Wo findet man die neuesten Trends? In der City. Wo sonst? Alles, was jetzt angesagt ist, für Sie und ihn und für die Kids. Die besten Marken, die größte Auswahl. Von Mode, Schuhen über Accessoires und Beauty bis hin zu Elektronik und Spielwaren. Für jeden Geschmack, jedes Alter und für jede Geldbörse. In der City? Wo sonst? Leoben City Shopping, das größte Shoppingcenter der Obersteiermark. Direkt am Leobener Hauptplatz. In der City. Wo sonst? Haben Sie schon gehört von den neuesten Trends bei optischen Brillen und Sonnenbrillen? Und haben Sie schon gesehen, dass man bei Optik Heumann einen kostenlosen Hörtest machen kann? Das alles sollten Sie sich ansehen. Optik Heumann in Judenburg und Leoben. Gemeinsam stark mit Regional-TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender, ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. Am Dienstag, dem 10. Juni, wurde mit der Straßen- und Gehsteigsanierung der Hans-Kudlich-Straße, Klosterweg und Aribo-Weg und am Klosterweg im Stadtteil Leoben-Göß begonnen. Die voraussichtliche Bauzeit bis zur Fertigstellung trägt 8 Wochen. Die Stadt Leoben bittet um Verständnis, dass in den genannten Straßen Verkehrsbehinderungen auftreten können. Das war's auch schon wieder mit unserem Treffpunkt Murtal für diese Woche. Alle Informationen zu unserem Sender finden Sie wie gewohnt im Internet unter www.kanal3.tv. Außerdem sind wir auch auf YouTube und auf Facebook gibt's immer wieder lustige Fotos von unseren Dreharbeiten. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Mitdabeisein. Wir wünschen Ihnen eine schöne und vor allem sonnige Woche und ich freue mich schon jetzt, wenn wir uns wiedersehen.